Bei Miss Sonja fehlen mir noch zwei. Das heißt, da könntest du dann jetzt eins machen. Und dann hättest du noch vier Freetime-Events übrig. Mhm. Und könntest dann theoretisch im letzten. Noch zwei Kapitel fertig machen, ja. Zwei fertig, ja. Ja, es wäre dann ja wohl oder übel Akane. Du kannst aber auch einen Jungen nehmen, oder? Nein. Aber Akane magst du nicht mal, oder? Immer noch mehr als mit dem Jungen auszugehen. Du gehst ja nicht aus, du hast. Du triffst dich ja nur mit ihm. Mhm. Und komm, dein Ehemann will auch, dass du Zeit mit ihm verbringst. Nein. Doch. Nein. Dein Ehemann möchte auch Zeit mit dir verbringen. Guck, sein Gesicht ist sogar direkt neben dein. Nein. Schade. Oder Gundam. Gundam wäre auch noch ein toller Fang, oder? Oder Kazuichi. Nein, sorry, es ist einfach das Problem. Es widert mich an, sorry. Okay. Dann das war keine. Offensichtlich. Oder wir gehen einfach nochmal mit Chiaki aus. Oder überspringen Freetime-Events. Ja, aber sie komplett überspringen wäre irgendwie dämlich. Geht das schon? Du kannst dich ja wieder pennen legen. Ich meine, wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich ja sowieso danach Hiyoko, Ibuki oder... Koto... Koizumi... Aber die sind halt alle leider irgendwie, ich weiß nicht, tot. Alles blöd, alles Mordopfer. Mhm. Komischerweise, alle Charaktere, die du magst, sind bisher Mordopfer geworden von den Frauen. Außer Mikan. Und Chiaki. Und Sonja. Mhm. Ja. Deswegen finde ich Akane auch so sass. Warum? Ich mag sie nicht so sehr wie die anderen Mädels. Ach, deswegen findest du sie sass. Naja, das war bei Pico genauso. Und das hat sich herausgestellt, dass sie eine Mörderin ist. Akane ist bestimmt Imposter. Sie war keine Mörderin, sie war ein Werkzeug. Der Koffer Pico. So. Telefon. Aha, da ist ein Telefon. Der Fakt, dass dort ein Telefon ist in diesem Gebäude, ist ziemlich verdächtig. Wird es uns möglich sein, mit jemandem zu reden? Als ich in die Richtung Telefon gegangen bin, habe ich sofort bemerkt, was ist das? Trauben als Wahlscheibe. Anstatt an Nummernknöpfen ist dort ein einziger Knopf mit einem Bild von einer Weintraubenrebe. Aber warum Trauben? Warum nicht Erdbeeren? Das widerspricht dem Thema! Ah, die Zukunft! Die Zukunft! Das widerspricht sämtlichen Kausalitäten, oder? Mhm. Und vor allem die nächste Kausalität, die widerspricht, ist, die Weintrauben sind auf dem rechten Bild grün und auf dem linken blau, gelb. Nee, das scheint nur durch den Lichteffekt so. Also, dann erstmal gebe ich ihm Ganzen. Nein, ich drücke das Ganze mal. Tut, 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 tut. Ah. Es klingt so, als würde es sich irgendwie verbinden. Aber niemand hilft ab. Let me tell you this. Was für ein mysteriöses Gerät. Es könnte vielleicht für Beschwörungsrituale genutzt worden sein. Ein Unerfahrener wie du sollte es nicht einfach so sorglos anfassen. Es ist wahrscheinlich nicht sonderlich gefährlich.
Abgesehen von dem Knopf wirkt nichts daran wie ein, wirkt alles daran wie ein reguläres Telefon. Aber es arbeitet nicht wie ein normales Telefon und ich weiß auch gar nicht, wohin es jetzt sich verbunden hat. This too must be the will of causality. Verdammt, was ist denn jetzt los? Meine vier dunklen Verkünder der Zerstörung untersuchen das Gebiet, aber es scheint hier nichts Bemerkenswertes zu geben. Warum hast du aufgegeben? Da könnte immer noch irgendwas auf dieser Ebene sein, das wir noch nicht untersucht haben. Ja, du hast recht. Es ist immer noch zu früh, um aufzugeben. Gut, dann werde ich dir diese Sache deiner Diskretion überlassen. Alles klar. Ich sollte versuchen, den ersten Flur zu überprüfen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich wollte aber erstmal noch fertig untersuchen. Dank der Wanduhr weiß ich, was für eine Zeit es ist. Also, wenn da Zeiger auf dieser Uhr wären. Aber zu wissen, welche Zeit es ist, wird uns nicht weiterhelfen. Wie bedeutungslos zu denken, dass dieser unwohle Ton mich verwirren würde. Go by four dark devas of destruction. Ich habe bereits auf dich gewartet, eindringender schwarzer Drache, Champi. Zeige deine Stärke, die dein komplettes Herz erfüllt. Ich sollte warten, bis Champis Rückkehr mit dem Bericht erreicht. Die Rückkehr mit dem Bericht erreicht. mit seinem Bericht zurückkommt, ja. Es ist Gundam, entschuldige. Der darf so reden. Er hat so eine beeindruckende Kontrolle über seine Hamster. Er kann vielleicht, es mag ihm vielleicht sogar möglich sein, mit ihnen zu kommunizieren. Dieser Ort, ich schätze, das ist so eine Art Entspannungsecke. Aber es scheint, dass es mir nicht möglich ist, mich zu entspannen. Hier runterzukommen und mich zu entspannen hier. Ernsthaft. Ich dachte, der Freizeitpark war war schlechter Geschmack, aber das hier ist noch schlimmer. Right. Da stimme ich dir zu. Monokumas exzentrischer Geschmack würde sogar einen Indianer schockieren. Indianer schockieren? Oder? Was? Wieso würde das denn ein Indianer schockieren? Miss Sonja, nein. Was zur... Oh, dein Vieh kann nur scheißen, weißt du das? Ja. War nicht wirklich irgendwas schrecklich Wichtiges auf dem dritten Stock oder dem zweiten Stock. Aber das bedeutet nicht, dass hier nichts ist. Ich sollte mich ordentlich umsehen. Hier war ja der Final Death Room. Mhm. Final Dead Room. Nagito guckt da um die Ecke. Elevator? Mit Trauben? Hier, ja, die sind schon wieder gelb. Erzähl mir nicht, dass die in dem Ding. Das grün... ist das Licht! Nein, das ist nicht das Licht! Kannst du mir viel erzählen? Das ist das Licht! Nein, das ist einfach gelb. Das ist das Licht. So. Hallo Nekomaru. Du hast hier wieder perfekt positioniert. Dieses Gebäude ist... Peculiar?
peculiar, eigenartig. Dieses Gebäude ist eigenartig. Schau dir die Innenseite dieses Badezimmers an. Ich kann kein friedfertiges Scheißen machen. Musst du überhaupt noch scheißen? Mich davon abzuhalten, einen guten Scheiß zu machen. Dieses Haus ist ziemlich defektiv. Grausam, glaube ich. Grausam, okay. Ja gut, dann gucken wir uns das Badezimmer an. Sieht so aus, als wäre das ein Badezimmer. Jedes Mal, wenn ich ein Badezimmer sehe, kriege ich dieses einsame Gefühl. Warum machst du jetzt so Worte? Constipation. Willst du es mir noch, oder? Okay. Ja. Ich sollte vielleicht nicht einfach stundenlang gemutet sein, wenn ich rede. Das wäre vielleicht hilfreich. Im Fachjargon spricht man von harten Schiss, Verstopfung. Naja. Wann wird die Welt... Wann in der Welt... zur Welt wird meine Verstopfung endlich behoben sein? Okay. Kann ich da jetzt reingehen oder sagst du... Nein, ich darf nicht reingehen. Okay. Nein, da hätten sie ja noch einen Raum modellieren müssen. Böses Osoma, der Annahme zu sein, dass es tatsächlich in den Raum darf. What the fuck? Was ist denn? Der Hintergrund. Was ist denn? Sind halt Erdbeeren. Ja, aber... Das war gerade eben noch nicht da. Das Turn. Jedermann ist ein Symbol der Hoffnung. Sie sind alle komplett anders, wenn man sie mit jemand Gewöhnlichen wie mir vergleicht. Zu einem Abbrecher wie mir vergleicht. Tut mir wirklich leid, dass jemand wie ich gezwungen wird, mit jemandem wie euch zusammen zu sein. Hallo Kazuichi. Was, ist da irgendwas, was du mir sagen möchtest? Nein, nichts. Ich habe bloß deine Follower beobachtet und naja, hier sind... Wie schafft man es eigentlich, 2 Minus so vor den Followern zu kriegen? Minus mal Minus ist Plus. Nein, es ist ja kein Mal. Es ist einfach ein Doppelminus. Das passiert, wenn du Minus unendlich hast. Das ist quasi, wenn du schon unendlich Minus-Follower hast und dann nochmal welche dazu bekommst. Du meinst nochmal welche verlierst? Ja, du hast minus unendlich Follower und verlierst dann nochmal Follower. Dann hast du ein zweites Minus davor. Und die Zahl, die lang eingezeigt wird, das sind nochmal die zusätzlichen Minus zu den unendlich. Mhm. Ich glaube, ich habe eben das Problem der Unendlichkeit gelöst, oder? Absolut. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber nicht null. Aber ich denke, dass sie extrem nah an null ist, dass es so ist. Das passt geradezu gut. Aber es wird niemals null sein. Egal was. Der ist gerade irgendwie zu Monokuma mutiert, habe ich das Gefühl. Von der Stimme her. Es tut mir leid, Hajime. Was ist das denn? Ich bin in Stimmbruch gekommen. Was ist passiert? Bist du schon wieder erschöpft geworden? Nope. Nein. Ich hab einen... Bitte, nicht bei Shiaki.
Nein, ich habe einfach nur gedacht, warum Erdbeeren? Hallo! Hä? Oh, was war das denn gerade? Warum? Ich weiß nicht. Warum ist das? Persönlich denke ich, dass Mandarinen total okay sind. Oder Früchte wie Pfirsiche oder Äpfel oder Bananen. Ja, jede von diesen Früchten würde wahrscheinlich okay sein. Hey, hey. Also warum dann Erdbeeren? Wer weiß. Yep. So ein Mysterium. Ja. Worum ging die Konversation nochmal? So. Ich habe das Gefühl, die ging um Wassermelonen. Ah, ist das nicht ein Aufzug? Aber das ist seltsam. Die einzigen Treppen zwischen dieses Gebäude sind der zweite und dritte Stock. Das bedeutet, dass dort gibt es einen Keller? Es gibt einen Knopf neben der Tür. Ein Traumbild. Es ist dasselbe wie bei dem Entspannungsecken-Telefon. Was würde passieren, wenn ich drauf drücke? Und so, ohne richtig drüber nachzudenken, habe ich versucht, den Knopf zu drücken. Aber es reagiert überhaupt nicht. Ist das Ding außer Betrieb? Ich verstehe es nicht wirklich. Sieht so aus, als wäre dieser Aufzug nicht benutzbar. Was ist denn? Nichts. Nee, sag ruhig. Eine riesige Erdbeere. Mhm. Ist das gerade was dir Sorgen macht? Nein, ich dachte mir bloß, ich sag lieber nichts zu dem Erdbeermuster auf der riesigen Erdbeere. Warum denn? Was siehst du denn da drin? Ich weiß nicht, zusammengequetschte Erdbeeren, die dann auseinandergehen. Gut. Lassen wir und, das hier, guck dir mal diese Erdbeere an. Monokuma, wie schaffst du das? Es ist eine berechtigte Frage. Die sind nicht mal an der Wand. So, jetzt ist die Frage, erst in diesen komischen Turm oder erstmal in den Final Dead Room? Soll ich einen W20 würfeln? Nein, wir gehen in die Final Dead Room. Diese Tür. Sieht so aus, als würde sie eine andere Ausstrahlung haben als alles andere hier. Der Final Dead Room. Allow me to explain. Erlaube mir es zu erklären. Der Final Dead Room ist eine Herausforderung, die vom Direktor Monokuma an euch gegeben wurde. Nur diejenigen, die das lebensbedrohende Spiel da drin gewinnen, werden in der Lage sein, das Oktagon zu erreichen, was das heilige Land mit der ist, wo die ultimative Waffe schläft. Nun, denn wenn du dich heroisch fühlst und bereit bist, dein Leben zu riskieren, was es wert ist, weiterzuleben, dann solltest du den Final Dead Room herausfordern. Lebensbedrohendes Spiel? Was zur Hölle ist das? Der hat gerade gesagt, ich kann eine ultimative Waffe bekommen, wenn ich gewinne. Wie dumm. Wer zur Hölle würde das darauf eingehen? Was ist denn, Hachimi? Hast du irgendwas gefunden? Dieser
Final Dead Room. Ort klingt ziemlich verdächtig, aber reinzugehen könnte ein bisschen gefährlich sein. Monokuma hat erwähnt, dass es dort ein lebensbedrohliches Spiel gäbe. Es ist überhaupt gar nicht wert, es zu spielen, wenn alles, was du danach bekommst, deine Waffe ist. Nun, dann. Die anderen sollten sich beim Erdbeerturm sein. Das ist ganz hinten, hinter der Erdbeerhalle. Sekunde. Lass uns dahin gehen. Also ich wäre kurz so wahrscheinlich eine Minute weg, ich wurde gerade gerufen. Okay. Hm, 215 Schritte noch. So, Reh. WB. Was hältst du denn vom Final Dead Room? Keine Ahnung. Ich kann nicht rein. Ja, das ist ein Problem, gell? Mhm. Also, nach der Karte zufolge ist der Erdbeerturm auf der anderen Seite dieser Tür. Mhm. Da ist kein Türknauf. Da sind, es ist unmöglich, dass wir diese Tür öffnen können auf diese Weise. Vielleicht müssen wir einfach nur den Knopf drücken, der neben der Tür ist. Du weißt schon, der auf dem Öffnen geschrieben steht. Ich frag mich, was das bedeutet. Es ist witzig. Es ist, spricht sich genauso wie das Wort Öffnen. Ich warte. Ernsthaft? Jedenfalls. Also, ich muss einfach nur diesen Knopf drücken dann, ja? Kimaro hat seinen rechten Arm gehoben und... drückt den Knopf deutlich öfters, als nötig wäre, ihn zu drücken. Also, das ist der Erdbeerturm, hä? Das Gebäude ist in einer kreisförmigen Form. Außerdem ist die Decke ziemlich hoch. Ich kann nicht wirklich rausgucken. Ha. Mehr von diesen Rotlichtdekorationen. Was für ein schrecklicher Geschmack. Naja. Mit einem Namen wie Erdbeerturm schätze ich, dass diese schreckliche Dekoration gewollt ist. Das stimmt wohl. In diesem Erdbeerturm, richtig? Dies ist der Erdbeerturm, richtig? Dann also... Warum sehe ich denn etwas, das dem Erdbeerthema nicht zusammenpasst? Da ist ein Bild auf dem Boden mit Usamis Gesicht. Sie hat eine Erdbeere in ihrem Mund. So gut, das ist also Erdbeer-thematisch, hä? Naja. Zumindest ist es keine Zeichnung von Monokuma. Ich frag mich eh, was die sich alles gedacht haben bei diesen Erdbeeren überall. Hiernach kannst du echt keine Erdbeeren mehr essen, wenn du hier eingesperrt warst. Auf jeden Fall. Das ist so ein schrecklicher Geschmack. Naja. Wenn Monokuma die Dekoration übernommen hat... Es ist offensichtlich, dass diesem Ort ein schrecklicher Geschmack beiwohnt. Okay, Tür. Da ist eine große Tür am anderen Ende des Turms.
aber dort ist eine Traube, ein Traubenbild drauf. Ich dachte, das wäre der Erdbeerturm. Warte, dieses Bild. Passt das nicht zu den Entspannungsecken-Telefonen und dem, was wir auf dem im ersten Stock beim im Erdgeschoss beim Aufzug gefunden haben? Vielleicht ist diese Tür ja der Ausgang. Hä? Ausgang? Schau dir doch mal die Karte von Monokuma an, die wir erhalten haben. I see. Dort ist eine Tür am anderen Ende des Erdbeerturms, aber nichts ist dahinter gezeichnet auf der anderen Seite der Tür. Jetzt, bedeutet das nicht, dass es der Ausgang ist auf der anderen Seite dieser Tür? Also müssen wir einfach nur versuchen, es zu bestätigen, indem wir diese Tür öffnen. Nikomaru hat einen Kampfschrei ausgestoßen, hat den Türknopf genommen und seine beiden Hände fest darum geschlossen und hat versucht, die Tür aufzureißen. Wie doch auch sei. Rüttel, 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 rüttel. Ah, was bedeutet das? Der Türknauf bewegt sich kein bisschen, nicht ein einziges Stück. Ist es verschlossen? Naja, scheiße. Scheint so, als wäre es stark verschlossen. In diesem Fall sollte ich meine volle Kraft benutzen. Mit einem aufbringenden Gebrüll bringt Nikomaru alle Kraft zusammen und greift sich den Türknauf mit beiden Händen. Aber rüttel, 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 rüttel. Nicht jetzt. Hier kommt's. Die unglaubliche Stärke von 1 Million Pferdestärken. Warte, ist es nicht Quicking? Quietsch es nicht. Cracking. Muss glaube ich sein. Ja, es zerbricht auch. Wird es nicht zerbrechen? Wenn du es mit. Wenn du die Türknöpfe abbrichst, werden wir hier drinnen festhängen. Hä? Das würde schlecht sein. Also. Sollten wir nicht darüber uns besprechen mit allen anderen erstmal, bevor wir versuchen, uns mit Gewalt durch diesen Weg zu bringen? Was da? Hast du wohl einen Punkt getroffen. Also dann. Selbst wenn wir diese Tür nicht so schnell öffnen können, werden wir uns erstmal ausruhen. Also, lass uns zurück zum Erdbeerhaus gehen und das mit den anderen besprechen. Wenn sie uns zuhören, was wir zu sagen haben, dann ist... Wenn sie uns dann zuhören, was wir zu sagen haben. Ist es nur... Bin es nur ich, oder... Wirkt es ziemlich wild da drüben beim Aufzug. Ist irgendwas passiert? Ah. Ich muss, glaube ich, hier lang. Tatsache, ja, musst du. Okay. Okay, also, wie geht's mit dem Haustier? Hallo Nagito. Hajime. Hajime, ich habe auf dich gewartet, weißt du? Hä? Warum hast du auf mich gewartet? Monokuma sagte, er wird etwas präsentieren, sobald alle hier sind. Monokuma hat das gesagt.
Okay. Wie lange dauert es denn noch bis zum Mord? Du bist am ersten Tag. Nach 4 bis 5 Tagen ist immer der erste Mord. Ja, weil du meintest, du wolltest heute bis zum ersten Mord mit aufnehmen. Also es ist so, heute bekommst du noch 1, 2 Sachen. Du hast jetzt in etwa die Hälfte vom Haus, glaube ich, erkundet. Mhm. Und dann ist es halt so... Okay, sagen wir es mal so, dauert es noch lange bis zu den Freetime-Events. Die wären dann bei den nächsten beiden Tagen. Da wäre auch sonst gar nichts weiter, was passiert, außer eine Kleinigkeit am Anfang. Und dann wäre es soweit, dass man langsam in Richtung Mord und mehr Story hingeht. Hm. Deswegen, möchtest du heute für jetzt für hier etwas Schluss machen? Es wäre vielleicht nicht schlecht, ja. Zumindest im Moment, vielleicht heute Abend nochmal. Aber momentan wäre es ganz gut, ich habe auch noch nichts gegessen, also ich würde ganz gerne irgendwie noch... Ja. Gut, dann machen wir hier jetzt wohl Schluss. Ich hätte nicht erwartet, dass du es einmal bist, der damit ankommt als erstes, aber das seltene Ereignis trifft ein. Ja. Beim nächsten Mal finden wir dann heraus, was es mit dem Aufzug zu tun hat. Bis dahin und ciao. Ciao. Man kann's ja